Gesammlung auf. Jener Normenreiter, die vier Federpunkte hatten, ein Schächterin. Abdul Mohamed, der gehörte zu ihnen und wurde am Ende Neunter. So, wir kommen zu Pato Muente. Kommt aus Slowenien, ist aber gebürtig in Norddeutschland, südlich von Hamburg, in der Heide, in der Lüneburger Heide. Im letzten Jahr schon hier sehr, sehr gut mit abgeschnitten. Nicht nur in der Derby-Tour, sondern viele werden sich auch daran erinnern, dass er hier in der Youngster-Tour mit einem Pferd namens Carajo mit dabei war, wo viele sehr, sehr von begeistert waren und danach auch den Besitzer gewechselt hatte, ist jetzt mit Lucy Davis unterwegs. In diesem Falle bringt Pato Muento Cera und Cera, naheliegend von Cero abstammend und aus der Zucht von Harmtor Mehlen, und da werden jetzt natürlich auch einige Zuchtexperten dann natürlich schon gleich einmal auch aufatmen, ähnlich wie er das machen wird. Pato Muente, denn die kleine Cera von Calato, die wiederum abstammend von einer absoluten, nicht nur sportlichen Legende, darüber hinaus auch züchterischen großen Legende, die Fine Cera. Der großen Pferde der Gegenwart, Ornelia zum Beispiel, die For Pleasure Stute, die ebenfalls aus diesem direkten Stamm, aus dieser direkten Calato Stute kommt. Eines der Erfolgspferde von John Whittaker. Cera und Pato Muente sind bisher sehr, sehr gut unterwegs. So, jetzt müssen wir Daumen drücken am Pulvermanns Grab. Er macht es richtig, er geht mit Bedacht dorthin, das Mittelstück, um ein bisschen mehr Angriffsfläche zu haben, ein bisschen mehr dieses Zurück im Pferd einfach zu bekommen. So, hier vorne sahen wir gerade Marie Baumgart und Philipp Baumgart, der Papa von Marie, der ja früher mit dieser Stute schon ebenfalls sehr, sehr große Erfolge gefeiert hat. So, und jetzt mit ganz viel Bedacht an die Holsteiner Wegesprünge. Kommt er als erster hier zum letzten Sprung. Die Mauer, daran soll es nicht scheitern. Die liegen bleibt, er bleibt ganz lange, schaut er, ganz lange schaut er auf die Situation. Die Freude groß, ein ganz sympathischer Kerl. Einer mit einem sehr großen Plan, mit sehr viel Strategie, einfach auch seine Pferde einsetzend und im letzten Jahr die Qualifikation schon so top gefallen und das ist der erste Meilenstein, runter vom Wall und dann es schaffen. Dass einem dieser Abgang und dann die Planke danach gelingt. Der Fingerzeig von Pato Muente.